So, herzlich willkommen, meine Krieger und Krieger, zurück zu The Dark Occult. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Freunde, wir haben bisher für das vorherige Schloss zwei Ziffern gefunden. Leider fehlt mir noch eine Ziffer. Und das, obwohl ich meiner Meinung nach wirklich alles abgesucht habe. Schimpft mich einen Lügner, aber ich habe alles... Alle Türen, alle Möglichkeiten, meiner Meinung nach, abgefriemelt. Gut, ich muss aber auch ich muss schon auch gestehen, dass die... No way. No. What the? Oh, what is this? Pass auf, sie steht hinter dir. No, this is crazy. Sie steht hinter dir, Bruder. This wall wasn't here before. Oh, krass. Okay. Boah, maybe eine Steam-Errungenschaft, Freunde. Ja, ich muss schon zugeben, seitdem diese die Zahl auf der Toilettenwand hätte ich ja auch fast übersehen. Ich bin ja da eher nochmal durch Zufall rein, weil ich gucken wollte, ob dieser Moment dort drin immer getriggert wird. Ja, wie gesagt, ich kann auch die Kombinationen jetzt durchprobieren. Das kann halt ewig lang dauern. Und ich glaube auch nicht, dass das so gedacht ist. Nachladen. Neue Schrotmunition. Boah, jetzt gehe ich noch so damit um, gell? Jetzt. Was ist das? Was ist mit Y? Oh, crazy. Boah, mit Z dreht man sich so um. Wild. Vielleicht, um schnell von dieser wunderbaren Dame wegzukommen, wenn die vor einem steht. Schneller 180 und dann geht's ab, Freunde. Oh, nee. Unangenehm. Unangenehm ist es. Steht da was? Nee. Ja, ich hatte irgendwie gehofft, vielleicht steht jetzt an der Tür was oder so. Boah, steht die nur an der Wand? Kann die auch am Boden stehen? Also die Nummer. Ich rede die ganze Zeit von der Nummer, falls ihr verwirrt seid. Kann die auch in so Räumen drin sein? Zu. Jetzt lasst uns mal kurz die Map checken. Eine Ziffer ist hier drin, im Hauptraum. Eine ist hier drin gewesen. Und die andere... war hier. Hier, in diesem Gang war die drin, ne? Das heißt, die sind noch alle relativ in dem linken und zentralen Bereich.
Also vielleicht denke ich da jetzt so nach dem Motto, hey, wir müssen die Ziffern aufteilen, ein bisschen zu primitiv, aber dann wäre es doch logisch, wenn der Rest irgendwie hier wäre, oder? So in dem Bereich. Also die letzte, was heißt der Rest? Die letzte Ziffer halt. Das wäre für mich so, ich würde doch nicht als Spieleentwickler alle Zahlen... Wobei, vielleicht checken die Spieleentwickler, dass wir so denken würden. Ach, verzwickt. Aber ich würde doch nicht alle Zahlen gebündelt an relativ der gleichen Stelle rausballern. Möglicherweise machen sie es, um nicht zu sehr zu verwirren, weil es mehrere Schlösser gibt. Auch so zum Beispiel der Tresor. Es ist ausgefuchst. Es ist wirklich ausgefuchst. Da, komm, auf dem Scheißhaus ist doch jetzt die letzte Nummer. Ja, wobei, das habe ich ziemlich... Das Klo habe ich ziemlich... Ja, jetzt habe ich es komplett unter die Lupe genommen. Die Frage ist, ist in diesem Arbeitszimmer, ist da was drin? Weil da ist ja auch der Tresor drin. Was ist denn das? Du willst mich verarschen. Da steht, ist es der 7528? Die steht einfach dahinter. Das steht einfach dahinter. Verarsch mich. Alter, da steht... Fühl dich ja nicht so sicher. Der Stierschlüssel, da ist er. Und das Buch ist irrelevant. D. Das ist nicht dein Ernst. Es steht einfach dahinter. Ich bin so ein... Alter, ich würde da drin sterben. Gar nicht wegen der lieben, netten... Ich würde halt so sterben, weil ich halt einfach zu blöd wäre. Okay. Zweiter Stock war... Widder, oder? Keine Ahnung. Wir haben jetzt hier drei Schlösser, die wir öffnen können. Drei neue Possibilities, Freunde. Gut. Ich würde, glaube ich, erstmal unten anfangen, weil es gleich in der Nähe ist. Wild. Ist der Tresor jetzt wenigstens weg? Ja. Finde ich sehr gut. Wenn man sowas triggert, ist man natürlich in der Gefahr, dass irgendwas passiert. Ne? Irgendwas Neues. Darauf muss man immer gefasst sein. Du findest was Neues, es ergeben sich ganz neue Möglichkeiten, auch für unsere lieben, netten Monster. Soll ich... Ich speichere sicherheitshalber. Ja, dann bin ich schon oben. Trotzdem. Wahrscheinlich versperrt sie uns nach rechts den Weg. Passt auf, passt auf. Ich habe auch immer noch nicht verstanden, wie sie funktioniert. Das kommt noch dazu. Ist sie durchgehend in dem Haus? Also ist sie wie in diesen ganzen Pacify und wie nicht diese ganzen Monsterverfolger-Spiele heißen, wo man irgendeinen Geist jagen muss? Ist sie durchgehend in dem Haus? Ist sie durchgehend hier und bereit, uns zu snacken? Oder taucht, weil sie ist ja schon, nachdem ich geladen habe, nachdem wir gestorben sind, ist sie ja doch relativ random plötzlich aufgetaucht. Direkt vor. Hallo.
Boah, ich weiß nicht, warum mich das gerade nicht so packt. I don't know. Irgendwie, ich glaube, ich habe zu viel Angst. Zum Öffnen? Sie ist überall. Ich habe noch nie eine so mächtige böse Kraft in meinem Leben erlebt. Wenn du ihr jemals begegnest, laufe so weit wie möglich weg. Sir Brandon Taylor. Taylor-Notiz, ja. Ja gut, mein Lieber, also. Dass das vermutlich die stabilste Bekämpfungsstrategie ist, das ist mir mittlerweile auch schon aufgefallen. Wird der markiert? Der Schrank wird markiert. Ah, das kann doch nichts Gutes bedeuten. Ich versuche mal, die Tür hier aufzumachen. Das glaube ich, sehr, sehr wichtig in dem Spiel. Das ist, glaube ich, sehr, sehr essentiell. Deswegen wird die... Ich würde sie trotzdem... Ich fände es geil, wenn sie vorübergehend als verschlossen angezeigt wird. Weil diese nette Dämonenfrau, die wird uns sicher noch ein paar Mal verfolgen. Oder irgendwas anderes. Und dann brauchst du viele Türen. Möglicherweise auch, um die hinter dir zu verschließen. Wisst ihr, ich weiß noch nicht ganz, ob es ein Hindernis für sie ist. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Und er braucht auch, weil ich habe es gerade gemacht, um zu schauen, wie lange braucht der Kollege denn, um so eine Tür abzuschließen. Er lässt sich schon auch gut Zeit. Also in Outlast geht sowas flüssiger. Sag ich euch, wie es ist. So, gut, wir haben noch zwei weitere Türen, die geöffnet werden können. Da muss irgendwas sein. Da muss irgendwas jetzt sein, was uns weiterhilft. Ja, hier ist. Auf geht's. Oh Gott. Oh Gott. Das kann nicht gut losgehen. Das muss eskalieren. Das ist wie mit dem Puppenraum. Was? Hey, du wolltest heute irgendwas aufnehmen. Hä? Oi, da bist du dumm. Du kannst ja nicht einfach hier den Engel befreien. Bist du prall. Alter, weißt du, wie mir gerade die Düse gegangen? Da ist doch sicher... Ja, komm. Ja, hier. Das ist ja ein Witz. Das ist ja ein Witz, Alter. Das ist doch scheiße. Das macht doch niemand. Bist du dumm? Bist du ein Dumm? Ja, brauche ich nur drauf setzen, wann der Jumpscare kommt, oder? Komm. Ach Gott, es wird der letzte sein. Oder der vorletzte, weil man denkt immer, es ist der letzte. Come on, give it to me. Das gibt's doch nicht. Das ist doch ein Witz. Das ist doch alles scheiße hier in dem Haus. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal, was hier passiert. Da, das sind noch drei Möglichkeiten. Ciao. Komm. Es geht schon nicht. Hallo. What's that? Oh, scheiße. Hallo, so sieht's ja aus. Ja, was für eine Schönheit. Oh. Da war die... Da war die letzte Nummer, Freunde.
Da war sie. Oh, nee, Alter. Ist es wirklich? Also ist es so fucking, ich mache jetzt die andere Tür auf, relevant, weil die war doch jetzt gerade nicht wirklich hinter, die Tür wäre freigeschaltet gewesen. Es ist doch da in dem Fall nicht so fucking relevant. Ist wurscht. Ja, das ist schon da hinten. Da hat's ja auch gefailt kurz. Ich decke das jetzt alles auf. Vielleicht braucht man das noch, dass alle Engel frei sind, wisst ihr? Deswegen, free the angels. Free the... Oh, scheiße. Das war nicht gut. What's that? Sie kommt gar nicht? Das ist die letzte Nummer, das ist die 9. Boah, das ist gemein. Das ist an unterschiedlichen Spots. Free the Angels. Wie viel sind das jetzt? 4? Warum ist sie jetzt nicht anmarschiert? Da ist sie. Die kriegt mich. Ich kann nicht einschätzen, wie schnell die ist. Sie kann hier nicht rein. Okay, wir haben die 2129. Für das Voreingeschloss, Freunde. I hate my life. Warum spiele ich sowas? Ich freue mich schon auf die Weihnachtsseason, da mache ich vielleicht ein paar Weihnachtsspiele-Speziale. Voila Krise. Oder war sie jetzt pisst, weil ich alle Engel befreit habe? Kann natürlich sein, dass sie das gar nicht gut findet. Vielleicht findet sie es nicht so nice. Vielleicht sollte ich mich in den Kampf zwischen ihr und den Engeln einfach nicht einmischen. Jetzt schrei hier doch nicht so rum. Okay, erste Nummer 2, letzte 9. 1 und 2 können jeweils vertauscht sein. Was für ein Fail. Oh, was ist los? Lass mich in Ruhe. Hast du unter... Nee, was hast du jetzt gemacht? Der Code des Voreingeschlosses wurde gefunden. Danke dafür. Okay. Mach bloß diese Lampe nicht aus. Oh, nee. Oh, da ist der eine durchgekrochen. Das ist der Raum, in dem der eine gestorben... Der liegt ja da noch, oder? Der stinkt da wahrscheinlich noch rum. Der Stinkelbärt. Er heißt sicher Stinkelbärt. Das steht außer Frage, würde ich sagen. Hier sonst noch was zum Erforschen? Boah, nee. Komm, warte. Lade mal kurz nach. New Battery. Und dann nehmen wir die gleich mit. Und dann gehen wir da unten rein, Freunde.
Das ist eine saudumme Idee. Das ist eine, genau, und so kommen wir in diesen Raum. Aber Freunde, das entdecken wir morgen. Ich, ja, ihr wisst, wie ich mich auf morgen freue. Wir sehen uns dann. Haut rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.